So, wo bin ich hier wieder nur reingeraten? Ein Doppeldietrich. Ah, jetzt haben wir ein paar mehr Dietrich dabei, sehr schön. Ich brauche einen langen zu 4, ich brauche 1 zu 3. Ah, guck mal. Zu 3 und 2-2. Könnte ich den benutzen? Da ist kein Platz für diesen Dietrich. Zu 1 hilft nicht, ne? Ich habe keinen 2-2er. Setzen und den auch. Da ist kein Platz für diesen Dietrich. Ich den 1-2 einsetzen. Da ist kein Platz für diesen Dietrich. Drei zwei müsste funktionieren, oder? Was ist das hier für ein Zimmer? Eine Flasche billiger Wein. Ah ja, die man gewartet. Ein Glas, in dem sich Weinreste befinden. Kein Lippenstift. So einen Apparat habe ich noch nie gesehen. Der zeugt wohl ordentlich Wumms. Bitte schnell den Schalter herausfinden. Der Stromschlag, der die Kutsche in Mitleidenschaft zog, wurde hier ausgelöst. Hat er aber ganz schön was angerichtet, ob er das wohl wusste. Gesetze sind nur Schall und Rauch. Frauen dürfen nun in der Öffentlichkeit rauchen, so wurde vor Gericht entschieden. Heute urteilte Magistrat Arthur Cox. Es ist keine Straftat mehr, wenn eine Frau in der Öffentlichkeit raucht, zumindest nicht in London. Daraufhin sprach er Mary Towson, Edna Custer und Elsie Watkin frei, die vor kurzem wegen Rauchens auf dem Trafalgar Square verhaftet wurden. Man mag einer keine Emanzipation, das ist ja... Ja, okay. Jetzt habe ich das geklärt. Gibt es sonst noch was? Schreit das Kind. Okay, ja, was soll ich jetzt noch machen? Den Fremdnamen zu verbergen. Finden Sie raus, wovon finden Sie raus? Finden Sie den Ort, von dem aus die Stromfalle. Habe ich doch. Ich denen das jetzt sagen? Mr. Holmes? Wieder irgendwas nicht ausgelöst. Solch einen Unfall habe ich noch nie zuvor erlebt. Also wieder hoch. Da gibt es ja noch ein kleines Detail wohl. Obwohl ich herausgefunden habe, was das ist. Fehlt mir. Mir fehlt. Da, der Vorhang. Von hier aus kann ich die Wartungskutsche gut sehen. Wow. Danke. Boah, das ist unglaublich, ne? Ich habe schon zweimal aus dem Fenster geguckt, als ich den Strom eingeschaltet habe. Also was. Holmes, da sind Sie ja. Ich habe eine Theorie zu diesem Unfall. Schön, aber das hier war Mord. Was? Was? Dann sind Sie ein Mörder, was? Sie sind ja verrückt. Sind Sie sicher, Holmes? Ja, Mord und Unfall.
Der Mörder hat das Chaos ausgelöst, indem er die Kutsche unter Strom gesetzt hat. Daher ist dieser Massenunfall nun unsere große Chance. Große Chance? Auf was denn, Holmes? Der Täter konnte das Ganze unmöglich vorhergesehen haben, richtig? Und dank des schnellen Eintreffens der Polizei könnte er sich noch hier aufhalten. Ich sehe 5 Männer, die in Frage kommen. Werfen wir einen Blick auf die Karte. Ja, super. Sehr nah bei der Wohnung. Ideale Position, Platz zu beobachten. Hiesiger Arbeiter wurde beim Unfall verletzt. Es kann passieren. Sie haben aber nicht verletzt beim Unfall. Könnte ein gewöhnlicher Passant sein. Wollen wir nichts sagen, ne? Der nah bei der Wohnung, konnte mich aus Absicht ausgelassen und fahren das kam, wurde beim Unfall verletzt. Der kommt da nicht bei uns nicht, denn aber der Wohnung konnte absichtlich die Schränke fahren bei einem Kutschenfahrer. Der hier könnte ein gewöhnlicher Passant sein. Wütend, nervös, nicht verletzt beim Unfall, nicht nah bei der Wohnung. Hatte ihn nicht verletzt, weil er wusste, dieser Mann ist ein Kutscher. Es ist offensichtlich, dass er während des Unfalls geschäftsweise nicht möglich, dass er zu der Zeit Stromräder eingeschaltet hat. Ja, das glaube ich auch nicht. Genauso wenig wie der. Und er ist sehr weit weg. Also er ist für mich am verdächtigsten. Wie wollte er da gerade weggehen vielleicht? Ausgelöst, rausgegangen, ihr Kutscher ist da schon inzwischen kapiert. Ja, schon mal, vielleicht hat er genug Zeit, das Gerät einzustellen, wieder nach draußen zu gehen. Zu den Opfern wie die anderen auch. Ja, das ist halt. Ich fand ja, er hat genügend Zeit, das Stromräder dann abzuhauen. Gerade an, vielleicht wollte er nur. Steht relativ weit weg von der Wohnung. Nein, so lief das nicht ab. Okay, dann machen wir den mal unschuldig. Nein. Ich denke, ich sollte mehr auf die Details achten. Okay, er ist zu weit weg. Nein, so lief das nicht ab. Okay. Doch, der, das ist so offensichtlich immer. Nein, so lief das nicht ab. Sie können natürlich als Ablenkung einfach da reingefallen sein. Ach, nein. Ich denke, ich sollte mehr auf die Details achten. Dann für alle schuldig. Ach, nein. Ich denke, ich sollte mehr auf die Details achten. Mal die zwei Unverletzten. Nein, so lief das nicht ab. Was sind denn die Details? Hm. Ein tolles Umgerate jetzt. Fertig. Boah, Triple. Ja, es waren die, die geholfen haben, dann toller Komplott. Constable, ich verdächtige hier 3 Personen. Bringen Sie sie zum Verhör auf die Wache.
Solange ich nicht mit leeren Händen da stehe, ist alles gut. Den Blick kenne ich. Was geht in Ihrem Kopf vor? Um die Kutsche in die Falle zu locken, musste der Täter genau wissen, auf welcher Route sie fuhr. Oder aber, die Kutsche ist nicht weit entfernt von hier losgefahren. Sogar in dieser Straße vielleicht. Erstaunlich. Holmes, es tut mir leid, aber ich muss ins Krankenhaus zu den Verletzten. Ich verstehe, Watson. Aber denken Sie daran, was ich gesagt habe. Hm? Über Kate. Das hatte ich wirklich schon wieder vergessen. Schluss haben wir Konzertteil abgeschlossen. So. Verhören wir die jetzt oder gehen wir erstmal nach Hause? Ich verdächtige Befragung. Ja, ich muss wohl zu Scotland Yard. Ein kleines Problem. Was ist los? Einer der Verdächtigen, ein Mr. Reginald Butcher, ist geflohen. Nachdem wir ihn baten, seine Sachen in der Asservatenkammer abzulegen. Tut mir leid. Wie ist er entkommen? Er schlug mich ins Gesicht, überrumpelte mich. Ansonsten hätte ich... Klar. Ist das alles? Bevor er hinausrannte, rief er noch, tut mir leid, ich komme zurück. Tut mir leid, ich komme zurück? Dafür musste er mir doch keine verpassen. Ist Inspektor Lestrade hier? Nein, er ist für ein paar Tage weg. Kann dieser Vorfall bitte unter uns bleiben? Whatever. Kommen wir einen Verdächtigen finden. Wir gucken erstmal, was sie hier für Sachen haben. Was haben wir denn da? Auf der einen Seite haben wir... Ein Stromkabel. Ein Buch. Karl Heinzens Der Mord, 1848. Ach, als Inspiration? Ein Buch. Ja, dann Lesezeichen. Dieser schreckliche Absatz gefiel Garrett offensichtlich. Und wenn du einen Halmkorn in die Luft sprengen und ein Meer an Blut vergießen musst, um die Partei der Barbaren zu zerstören, hab keine Gewissensbisse. Der ist kein wahrer Republikaner, der für die Genugtuung, eine halbe Million Barbaren vernichtet zu haben, nicht gern mit seinem Leben bezahlt. Recht hat er. Was für ein scharfsinniger Verstand. Ach du meine Güte. Sehr geehrter Herr Mr. Garrett, wir müssen Ihnen hiermit leider mitteilen, dass Sie trotz Ihrer kürzlichen Zwangsenteignung unserem Haus weiterhin eine beträchtliche Summe schulden. Wir bitten Sie aus diesem Grund, unsere Zahlungsstelle so bald wie möglich zu kontaktieren, damit wir dieses Problem lösen können. Andernfalls werden wir leider gezwungen sein, die Polizei in diesem Fall einzuschalten. Mr. Stewart, Finanzdirektor Bank von England. Schon mal Schulden, ne? Was gibt's hier? Whisky. Und zwar kein guter. Immerhin. Murat. Eine ziemlich beliebte Zigarettenmarke. Dicke Lederhandschuhe. Vermutlich sind sie isolierend. Na. Brief vom Pastor. Benjamin, mein Sohn. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mich bei den Vorbereitungen unseres kommenden Wohltätigkeitsbanketts unterstützen würden, das am Sonntag nach dem Gottesdienst stattfinden wird. Ihre Güte ist ein Quell großer Freude und ich weiß, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Ich weiß, dass Sie Ihr Leben einst in Sünde begannen, wie Sie sich ausgeschlossen und allein auf der Welt fühlten, wie Sie sich auf dem Pfad des Verbrechens begaben. Sie fanden die Stärke in sich, um das alles grundlegend zu ändern. Sie wurden ein guter Mensch. Der Herr im Himmel wird Ihnen gnädig sein. Ich werde stets so erfreut sein, Sie in unserer Kirche zu sehen, mein Sohn. Gott sei mit Ihnen, Pastor Gordon. Aha. Dank Pastor Gordon und meinem Glauben hat sich mein Leben geändert. Wie grinst. Das ist ein teurer, aber nicht neuer Stift. Sehr geehrter Mr. Butcher, Ihr wiederholtes Fehlen sowie die Tatsache, dass Sie mit Ihrer vorhandenen Arbeit nicht rechtzeitig fertig werden, ist nicht mehr länger zu dulden. Sie sind verantwortlich für zahlreiche Fehler, die Ihre Mitarbeiter gezwungenermaßen korrigieren mussten. Natürlich tut uns Ihre momentane Situation leid, denn Sie waren früher stets ein beispielhafter Angestellter. Wir haben zwar großes Verständnis für Ihre privaten Probleme, aber falls Sie Ihr Arbeitsverhalten in naher Zukunft nicht ändern können, werden wir gezwungen sein, Ihr Angestelltenverhältnis zu beenden.
Firmenleiter Underground Electric Railways Company of London. Ach, er war da angestellt. Reginald Butcher hatte berufliche Probleme. Die Initialen MB. Wie vom Krankenhaus. Mr. Butcher, wir haben eine hervorragende Neuigkeit für Sie. Bitte kommen Sie so schnell wie möglich in unser Krankenhaus, damit wir diese Angelegenheit zu einem erfreulichen Ende bringen können. PS, Ihr Zustand ist stabil. Dr. Matthew Smith, Great Ormond Street Hospital, London. Hier ist... Reginald Butcher steht auf Süßigkeiten. Noch was Süßes drin. Bankschulden. Thomas Garrett Schuld, der Bank von England, eine hohe Geldsumme. Vor Benjamin Fowler war in jungen Jahren ein Krimineller, aber mittlerweile hat er sein Leben von Grund auf geändert. Angeblich. Ach, fuck. Wie war der Regular Butcher? Deine schriftliche Abmahnung ist sein Arbeitgeber erhalten. Zusammen. Okay. Anarchisten lehnen den Staat, den Kapitalismus und die Marktwirtschaft ab. Aber Thomas Garrett hat Schulden bei der Bank. Stimmt auch nicht. Ganz uninteressant. Das hat dann. Ach. Unter denen. Das hat ja nichts miteinander zu tun jetzt, so. Dann geht's mal zu lustigen Befragen. Bitte bringen Sie diesen Verdächtigen zum Verhör. Wer war denn das jetzt? Guten Tag, Sir. Mein Name ist Sherlock Holmes und ich helfe der Polizei bei Ihren Ermittlungen. Benjamin Fowler. Und ich wurde zu Unrecht verhaftet. Wirklich? Sie wurden nicht verhaftet, Mr. Fowler. Sie sind nur als Zeuge hier. Oh, aber ich habe nichts gesehen. Wirklich? Nichts gesehen hat er. Da. Der war mal Bandenmitglied. Kreuz ist jetzt wohl religiös. Raucht. Schien ein Handarbeiter. Geschieht es bei einem Beinverletzung. Ja, das sind wir. Wir Finger hier Raucher. Charakteranalyse abgeschlossen. Benjamin Fowler, zwischen 14 und 50 Jahre alt, ist ein Handarbeiter. Er ist an den Reparaturarbeiten an der Statue auf dem Platz beteiligt, was seine Gegenwart dort zur Unfallzeit sowie seine Beinverletzung erklärt. Mr. Fowler hat zudem eine Hundetätowierung, das Zeichen eines Bandenmitglieds, die er zu verbergen versucht. Gelbe Fingernägel deuten darauf hin, dass er ein starker Raucher ist. Er ist ein religiöser Mensch. Mr. Fowler, sagt Ihnen der Name Rusko vielleicht irgendetwas? Höre ich zum ersten Mal? Wirklich? Aber Ihre Tätowierung ist ähnlich. Sie sind in seiner Bande, oder? Oh, nein. Das ist lange her. Hatte ich schon vergessen. Wirklich. Als junger Bursche räumte ich nur ein paar Taschen für ihn aus. Bin aber nicht stolz darauf. Meine ganze Familie, meine Eltern, Brüder, Hunde und Katzen waren gestorben. Anders hätte ich damals nicht überleben können. Hunde und Katzen auch gestorben. Können Sie mir vielleicht sagen, was Sie am Unfallort machten? Ich habe an der Statue dort gearbeitet, im Auftrag der Stadt. Wirklich. Haben Sie mit Elektrizität zu tun? Ja, manchmal. Ich repariere elektrische Straßenlaternen, aber ich bin kein Fachmann. Das ist alles neu und kompliziert und gefährlich. Ich verstehe. Mr. Holmes, Sie sind ein großer Detektiv und Sie verstehen mich. Lassen Sie mich bitte gehen. Ich weiß nichts, wirklich. Wirklich, ja, ich weiß. Sofort zur Arbeit.
Unfall hat bei seiner gelegentlich mit Elektrizität zu tun, aber er ist kein Fachmann. Es wird zweifeln, dass er ausreichend Kenntnisse zu eine Falle wie die für die Wartungsgeschütze konzipiert. Er kann auch einfach gelogen haben. Wenn er von einem ausreichenden Kenntnis um elektronische Straßenlaternen zu regieren, damit wäre er in der Lage, eine Falle wie die für die Wartungsgeschütze zu konzipieren. Das könnte man als Gegensatz ansehen. Gehen wir mal davon aus, dass dieser da unschuldig ist. Bitte bringen Sie diesen Verdächtigen zum Verhör. Guten Tag, Sir. Mein Name ist Sherlock Holmes. Thomas Garrett. Warum bin ich hier? Sie sind Zeuge eines Mordes. Klar doch. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Polizei einen Unschuldigen einsperrt, um einen Fall abzuschließen. Noch wird niemand eingesperrt. Noch? Der sieht nicht gut aus. Er ist krank. Anarchie. Eine Kleidung, er ist arm. Schwarzer Auswurf, Staublunge. Ich verbrenne Arbeit mit Elektrizität. Haushaltsunfall. Staublunge vielleicht in so einem Kohlekraftwerk. Charakteranalyse abgeschlossen. Thomas Garrett ist ein aggressiver Mann, der ein Anarchiesymbol trägt. Er hat Aversionen gegen die Polizei und höchstwahrscheinlich gegen alle anderen Arten von Autorität. Ganz offensichtlich ist er arm, da seine Kleidung alt und zerschlissen ist. Mr. Garrett hustet schwarzen Auswurf, was ein Symptom einer Staublunge ist. Garrett ist krank. Eine erkennbare Verbrennung an seinem Finger lässt darauf schließen, dass er bei seiner Arbeit mit Elektrizität zu tun hat. Viel noch. Zur Folge. Butcher bei der Underground Railway ist. Offensichtlich hat er Probleme bei der Arbeit. Zur Leiche gehört an Underground City Railways. Ein Stromkabel. Silber und Mitglieder, ja. Kohlenstoff. Vor dem Krankenhaus, da könnte ich hin. Kennen Sie sich mit Elektrizität aus? Wie kommen Sie darauf? Können Sie Gedanken lesen? Ich habe unter Ihren Sachen ein Stromkabel gesehen. Nicht schlecht. Ja, ich bringe meinen Kameraden etwas Elektrik bei, da ich gerade arbeitslos bin. Ich bin Autodidakt. Wir sind nicht so dumm, wie Sie glauben mögen. Und ich will eh keine Sklavenarbeit mehr. Ist Ihnen während des Unfalls oder danach etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Ja, ich habe gesehen, wie ein Teil Ihres Bürgertums in Flammen aufging. Großartig! Warum blieben Sie auf dem Platz und liefen nicht fort? Wie die anderen Schafe? Es gab verletzte Kameraden, Arbeiter. Ich wollte ihnen helfen. Ihr Husten klingt nicht gut. Sind Sie krank? Nur eine Erkältung. Warum sagen Sie nicht die Wahrheit? Sie husten schwarzen Auswurf. Ah, gut beobachtet. Ich habe so viel Kohlenstaub in den Lungen, dass ich halb London heizen könnte. Sie waren Bergarbeiter? Seit ich 13 war, ja. Im Bergwerk von Newcastle. 15 Jahre in der Hölle. War eine schlimme Zeit. Aber jetzt ist es vorbei. Ich will nicht dort unten sterben wie mein Vater und meine Brüder. Nur damit die Reichen noch reicher werden. Nebenjob. Falle für die Wartungsgrütze wurde von einem Profi konzipiert. Das Gerät hat keine ausreichenden Kenntnisse für. Konnte auf jeden Fall.
Umschlag ist immer noch da. Okay. Tja, und jetzt? Erst ins Krankenhaus gerannt, dann fahre ich doch weiter. Das ging auch schnell. Ich bin hier ganz offensichtlich auf der Kinderstation. Du musst doch wissen, über die Tür du gegangen bist. Ich bin hier ganz offensichtlich auf der Kinderstation. Ja, dann loslauf. Also. Mr. Reginald Butcher, ich komme von Scotland Yard. Können wir reden? Von mir aus, aber bitte leise. Sie schläft endlich. Ist sie Ihre Tochter? Meine Meryl. Sie ist sehr krank. Tut mir leid, dass ich abgehauen bin. Ich musste heute zu Dr. Blowberry. Der Polizist wollte nicht hören. Keine Sorge, ich verstehe Sie. Eisenbahnarbeiter. Getragene teure Weste war eins wohlhabend. Ja, war eins wohlhabend, jetzt hat er Schulden. Kinder mit Geschenk der Tochter. Schon wieder einmal rum. Wir übersehen. Was haben wir übersehen hier? Nee, da unten. Verheiratet. Ist verheiratet. Polierte Schuhe. Schuhe kürzlich geputzt. Halterung ist abgeschlossen. Reginald Butcher ist verheiratet und ein Eisenbahnarbeiter. Er hat eine Tochter, die er über alles liebt. Sie ist aber schwer krank, was ihn deprimiert. Seine Schuhe glänzen wie neu. Sie müssen jetzt kürzlich geputzt und poliert worden sein. Seine teure, aber mittlerweile abgetragene Weste offenbart, dass er einst ein wohlhabender Mann war. Mr. Butcher liebt seine Tochter und ist sich nicht zu fein, einen Kinderarmband zu tragen, um seine Zuneigung auszudrücken. Ja. Womit verdienen Sie Ihren Lebensunterhalt? Ich bin bei der Underground Electric Railways Company angestellt. Dann kennen Sie sich mit elektrischen Geräten aus? Ja, sicher. Warum fragen Sie? Einfach nur so. Aber sagen Sie bitte, was genau sind die Gründe für die Probleme, die Sie bei der Arbeit haben? Probleme? Was meinen Sie? Wir haben einen Brief. Sie haben eine schriftliche Abmahnung erhalten. Ja, ich komme oft zu spät. Mein Chef hat kein Verständnis dafür. Es ist schwierig, seitdem meine Tochter krank ist. Verstehe. Zufällig ist auch eine Kutsche Ihres Arbeitgebers an dem Unfall auf dem Platz beteiligt gewesen. Wirklich? Warum war sie dort? Ich weiß es nicht. Sie? Nein. Aber vor einer Woche wurde eine unserer Wartungskutschen samt Werkzeug gestohlen. Ob das dieser Wagen war? Möglicherweise. Der Bart von dem ist so krass. Möglicherweise. Den finde ich auch nicht schlecht. Oder auch diesen Vertrauensbonus durch das kranke Kind. Das könnte deshalb... Könnte. Kennst du, wenn er da jetzt zu meiner Arbeit gehört, das wäre durchaus in der Lage gewesen, die Falle für die Wartungskutsche zu konzipieren und auszulösen. Der Butcher kennt sich zwar mit der Elektrizität aus. Weiß nicht, das ist komplizierte. Ja. Aber die beiden kennen sich auf jeden Fall besser aus als er hier. Laut der Aussage, wenn man der Aussage glaubt. Thomas Gratch holt der Bank von England eine Hose mit Geld. Nee, hä? Ach, das sind zwei andere. Sorry. Reginald Butcher hat Probleme bei der Arbeit. Gehört zu nichts. Okay, ja dann.
Eine junge Frau ist verstorben. Butchers Frau. Oh je. Mr. Butcher, hiermit bestätigen wir die Aufnahme ihrer Tochter in unser Krankenhaus. Sie müssen für die Reisekosten aufkommen und natürlich alle Vorsichtsmaßnahmen treffen, die aufgrund des kritischen Zustands ihrer Tochter nötig sind. Zusätzlich tragen sie Kosmologie und die medizinische Behandlung. Es ist im Voraus nicht möglich, die Gesamtkosten abzuschätzen, da diese vom Zustand ihrer Tochter und auch davon abhängen, wie sie auf die Behandlung anspricht. Wir stellen sich auf jeden Fall darauf ein, dass es sich um eine beträchtliche Summe handeln könnte. Deshalb ist er verschuldet. Und vielleicht, wenn genug Geld im Spiel war? Aufnahmebescheid des Karolinska Universitätskrankenhauses Stockholm. Hat er das vielleicht sogar gemacht? Schwerkranke Tochter und Bankschulden. Ach, fuck. Es ist ja ganz anders. Ich denke immer, er hat Bankschulden. Warum? Das hat er uns ja schon gesagt. Öfter ausfällt, um bei seiner schwerkranken Tochter sein zu können. So, was gibt's hier noch? Die hängt wirklich an der Behandlungsmaschine. Was hat sie denn? Meryl Butcher. Myelitis. Hartnorm. Lungs Polypo. Myelitis also. Mhm.